Jetzt habe ich mir endlich meine Traumlautsprecher gegönnt. Spielfreudig, eine ungemein präzise räumliche Abbildung, absolut auf den Punkt spielend und passend zu meinem Budget. Aber welchen AV-Receiver soll ich denn bloß dazu nehmen? Jetzt ist gerade der neue Denon eingetroffen, der AVRX 1700H, der mich von der Ausstattung neugierig macht. Ob er aber auch klanglich hält, was er verspricht? Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei uns reinschaut. Willkommen bei Thomas Elektronik, euer Fachhändler für die neuesten und angesagtesten HiFi- und Heimkinoprodukte aus Hamburg. Ich bin Thomas Orlowski. Denon hat ja einen richtig guten Ruf bei AV-Receivern. Das machen die schon seit Jahrzehnten und so denke ich, mit einem Denon nicht viel verkehrt machen zu können. Deswegen bin ich so gespannt auf den neuen AVRX 1700H, zumal er nicht die Welt kostet und es gibt ihn wahlweise mit oder ohne DAB Plus Radio. Ich schaue mir in diesem Video die Optik an, ich beschäftige mich mit der Verarbeitung des Gerätes, die Anschlüsse, den Lieferumfang, wie die Erstinstallation mit Einbindung meiner Lautsprecher funktioniert, natürlich auch, wie sich das Gerät ins Netzwerk integrieren lässt, wir schauen uns die App an und ich werde das Gerät mit Filmmaterial und Musik testen. Zum Schluss werfe ich einen Blick unter die Motorhaube. Seid ihr mit dabei? Der AVRX 1700H macht wirklich einen soliden und erwachsenen Eindruck von der Verarbeitung. Die Frontblende ist aus Kunststoff, okay, das ist der Preisklasse geschuldet, aber insgesamt wirkt er aufgeräumt von der Optik und eben auch solide verarbeitet. Ich zeige euch jetzt mal die Bedienelemente und die Anschlüsse auf der Vorderseite des AVRX 1700. Das geht mit dem Ein- und Ausschalter los. Hier wählt ihr die Quelle, die ihr hören möchtet. Dort ist der Kopfhöreranschluss, der Anschluss fürs Einmessmikrofon, Zubehör, Lieferumfang, schauen wir uns gleich noch an. Da vorne könnt ihr einen USB-Stick oder eine Festplatte für Audio einstecken, also für Musik. Ja, dann haben wir unter dem Display noch einige Tasten, zum Beispiel um die Presets der analogen oder der DAB-Radiosender hin und her zu skippen. Hier kann man noch eine Zone 2 schalten, kann man das Display dimmen, kann man den Status, also Input, Surround Modus abfragen und er hat diese Quick Select Tasten, zu denen ich später noch komme. Ganz rechts sitzt dann der große Lautsprecherregler. Das Anschlussfeld auf der Rückseite ist wirklich gut bestückt. Das geht los mit einem Anschluss für einen Plattenspieler. Das heißt, hier sitzt ein Enzerra Vorverstärker für Magnettonabnehmer integriert drin, dazu die passende Erdungsklemme. Dann hat das Gerät als nächstes zwei Hochpegeleingänge, also zum Anschluss analoger Quellen wie zum Beispiel einem CD-Player. Zwei Subwoofer-Ausgänge. Hier haben wir noch eine kleine minimalistische analoge Videoabteilung. Daneben dann die beiden optischen Digitaleingänge nur für Ton eben. Und wer von euch das Gerät nicht über WLAN verbinden möchte, kann ihn natürlich auch über LAN anschließen. Gleichzeitig dienen die beiden Antennen eben auch dem Bluetooth-Empfang und dem Bluetooth-Senden. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir nämlich zur HDMI-Abteilung. Da haben wir insgesamt 6 HDMI-Eingänge. 3 davon unterstützen bis zu 4K und 3 weitere unterstützen bis zu 8K. Und hier geht es dann weiter zu eurem Fernseher. In der zweiten Stufe haben wir dann eben einmal einen Anschluss für eine gute alte Mittelwellenantenne und eben den Anschluss für UKW oder DAB Radio und ganz unten dann die Lautsprecheranschlüsse. Ein kleiner Tipp zum Anschluss der Lautsprecherkabel. Bei den vielen dicht nebeneinander setzenden Klemmen ist es ja manchmal etwas mühsam, sie aufzudrehen und abisolierte Kabelenden hier dann reinzustecken. Ich empfehle die Verwendung von Bananensteckern. Und was auf dem ersten Moment gar nicht so aussieht, geht tatsächlich. Man hebelt nämlich einfach nur diese Abdeckklemmen hier raus und schon könnt ihr Bananenstecker einstecken. Der Lieferumfang des AVRX 1700 H und HDAB kann sich wirklich sehen lassen. Es ist alles dabei, was man braucht. Geht los mit der Schnellstartanleitung. Dann erzählt Denon euch ein bisschen was über deren HEOS-System, App und Multiroom, aber das zeige ich euch nachher nochmal ausführlich in der App. Die Fernsteuerung gehört natürlich dazu, Netzkabel sowieso, dann UKW und Mittelwellenantenne. Dann haben wir hier das Einmessmikrofon und
Das mittlerweile seit Jahren zum Lieferumfang der Denon-Receiver gehörende Stativ, sodass ihr das Einmessmikrofon optimal platzieren könnt. Und last but not least, die Aufkleber, mit denen ihr die Anschlüsse eures Receivers passend zum persönlichen Setup der angeschlossenen Geräte und Lautsprecher individuell beschriften könnt. Denon hat wirklich verstanden, dass überfrachtete Fernbedienungen mit 1000 doppelt und dreifach belegten Tasten der Vergangenheit angehören. Das finde ich ist wirklich übersichtlich. Hier oben habt ihr das Ein- und Ausschalten für die Hauptzone, die Nebenzone. Hier wählt ihr die Eingänge. Hier könnt ihr auf Heos umschalten. Das hatte ich ja schon erwähnt, zeige ich euch noch im Anschluss. Dann habt ihr hier Lautstärke-Regelung. Ihr könnt den Eco-Modus aktivieren, was das Gerät dann in einen stromsparenden Modus versetzt. Hier könnt ihr im Menü des Gerätes navigieren. Da gehen wir ja auch später noch drauf ein. Hier habt ihr ein paar Funktionen zum Vor- und Zurückskippen beim Sendersuchlauf für Radiosender, die Quick-Select-Tasten und ein paar Soundverfahren. Die Quick-Select-Tasten, sehr, sehr interessant, weil ihr hier wirklich Eingang und den passenden Surround-Sound-Decoder oder eben nicht Stereo-Decoder, was auch immer, passend dazu hinterlegen könnt. Ich bin mit dem AV-Receiver jetzt zum Hören des Gerätes umgezogen, habe ihn schon mal mit Lautsprechern verbunden und ihn eingeschaltet. Und jetzt sagt er im Display auch schon, für ein Setup, für das Einstellen benutze den Fernseher. Das werden wir auch gleich im Anschluss machen. Aber vorher habe ich erstmal die Hauptmerkmale des Gerätes für euch zusammengefasst. Der AVRX 1700H ist also ein 7-Kanal-Receiver, ein 7.2 AV-Receiver mit Dolby Atmos an Bord. Denon verspricht 145 Watt pro Kanal, aber nur, wenn man einen Kanal zur Zeit betreibt. Wer macht das schon? Und wenn man eben auch nur einen einzigen Ton in Höhe von 1000 Hertz abspielt, also eine ziemlich praxisfremde Angabe. Stereobetrieb mit echten Audiosignalen, 80 Watt pro Kanal. 5.1 Betrieb mit echter Belastung von 5 Kanälen um die 60, 65 Watt pro Kanal. Ihr könnt alle individuellen Lautsprecher-Setups, die euch in den Sinn kommen, damit konfigurieren. Also ihr fangt mit einem Stereo-Set an, nur 2.0 oder ein Subwoofer dazu oder ein 4.0, das heißt vier Lautsprecher ohne Subwoofer oder 5.1, 5.1.2. Der Fantasie und den Möglichkeiten, die ihr habt und nutzen wollt, sind da eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Das Gerät besitzt neben Dolby Atmos eben auch diese Head Virtualization, das heißt die DSPs da drin sind in der Lage, also auch nicht vorhandene Höhenlautsprecher künstlich nachzubilden. Das funktioniert auch relativ gut. Ansonsten besitzt er eben alle aktuellen Tonformate, DTS:X, DTS Virtual:X. Der HDMI-Bereich habt ihr an den Anschlüssen schon gesehen. Da hat sich einiges getan. Denn jetzt wird also auch HDMI bis 8K 60 Hertz oder 4K 120 Hertz für die brandneuen Gaming-Konsolen eben unterstützt. HDR, HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision IQ, HLG, alle Standards sind hier jetzt an Bord. Er unterstützt selbstverständlich auch das HDMI EARC, damit die Steuerung der Lautstärke über die TV-Fernbedienung funktioniert. Er hat einen Erstinstallationsassistenten, den gucken wir uns eben gleich mal an. Er hat die Odyssey Raumeinmessung an Bord, UKW oder eben auch zusätzlich DAB Radioempfang, AVRX 1700H, 1700H DAB. Internetradio ist an Bord. Er besitzt Audio Streaming, er wird per LAN oder WLAN ins Netzwerk eingebunden. Er ist mit der Heos Multiroom App bedienbar, besitzt Bluetooth in, also zum Draufspielen, aber auch Bluetooth out, sodass sich also auch ein drahtloser Bluetooth-Kopfhörer an ihn anschließen lässt. Er ist mit VRR, QFT, ALM, QMS ausgestattet. Ich muss immer bei diesen Begriffen so ein bisschen lachen, denn das sind fürchterliche Kürzel, die im Grunde genommen nur sagen, dass er fürs Gaming keine wesentliche Zeitverzögerung hineinbringt, wenn ihr eine Gaming-Konsole direkt an ihn anschließt.
Das ist eigentlich entscheidend. Beim Umschalten der Quellen auch keine lange Wartezeit entsteht. Das Gerät ist also viel schneller in der Videoverarbeitung geworden. Die Abmessungen des Receivers sind 43,4 in der Breite, 15,1 in der Höhe und 33,9 in der Tiefe. Und nun fragen sich sicherlich einige von euch, lohnt sich denn der Umstieg vom AVRX 1600 auf den 1700? Und das klären wir jetzt in den Unterschieden. Die Unterschiede betreffen also ganz wesentlich den Videobereich, denn der AVRX 1700H ist jetzt mit HDMI 2.1 ausgestattet, eben mit der 4K 120 Hertz Unterstützung und der 8K 60 Hertz Unterstützung. Davon habt ihr auf der Rückseite drei Eingänge gesehen. Er besitzt auch einen 8K Scaler, das heißt, er kann alles bis zu 8K, was an Video reinkommt, hochskalieren. So, das heißt, diese neuen Formate, Unterstützung von 40 GB pro Sekunde Formaten auf bis zu drei Eingängen und eben einem Ausgang. HDR 10 Plus, Dolby Vision IQ, also die dynamischen HDR-Formate, die Bild für Bild optimiert werden, werden jetzt auch durchgeschleift. Die eben genannten Begriffe, das heißt dieses schnelle Verarbeiten von Videosignalen, das Verzögerungsfreie ist jetzt an Bord. Die Eingangskonfiguration für 8K ist jetzt möglich. Signalformatseinstellungen lassen sich für 4 und 8K jetzt machen. Ein Bildschirmschoner wird eben auch hier eingesetzt, damit ein Einbrennen eines OLED-Bildschirms zum Beispiel vermieden wird. Video-Info-Display, das heißt, ihr bekommt also auch die technischen Daten des anliegenden Videosignals angezeigt. Firmware-Anzeige ohne Neustart ist jetzt möglich und die HDCP-Limitierung für ältere HDMI-Zuspieler einstellbar. Was bedeutet das? Gerade ältere Player, alte DVD-Player, die noch keinen HDCP 2.2 oder etwas Ähnliches haben, werden manchmal nicht korrekt von den Geräten erkannt. Und deswegen kann man diesen Kopierschutz dann eben auf eine geringere Version, also 1.4 einstellen. Dann wird also auch ein älterer DVD-Player reibungslos erkannt. Ja, und jetzt geht's aber in die Einrichtung des neuen Receivers. Ja, das Schöne ist, dass Denon auch selbst im AVRX 1700H diesen Einrichtungsassistenten eingebaut hat. Der spart es euch nämlich, eine Anleitung von 200 oder mehr Seiten lesen zu müssen, weil er führt euch und uns und mich durch alle Schritte der Einstellung durch und das eben sehr leicht verständlich. Wir klicken jetzt einfach mal mit der Fernbedienung auf Weiter. Hier wird schon angezeigt, was beim Receiver mitgeliefert wird, was nicht dabei ist und weiter geht's. Jetzt wollen wir als erstes natürlich, oder möchte ich, mein neues Lautsprecher-Set einstellen. Den entsprechenden Anweisungen einfach nur folgen. Ich stelle die also richtig an die korrekten Positionen im Hörraum rein. Und nun wird einfach erklärt, wie man die Lautsprecherkabel anschließt und das sogar im Detail, dass ihr sie abisoliert und zum Beispiel bei aufgedrehter Lautsprecherklemme durch diese entsprechend frei gewordenen Löcher steckt. Hier habe ich nochmal eine alternative Methode für euch. Dann wird euch angezeigt, wie ihr die Lautsprecherkabel an welche Anschlüsse des Receivers am besten verbindet. Und neben der Grundkonfiguration Stereo vorne links, vorne rechts, was eben angezeigt wurde, wird jetzt abgefragt, welche weiteren Lautsprecher ihr benutzt. Ich benutze hier in meinem neuen Setup den Center Speaker auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich auch die Surround Speaker für hinten, weil ich möchte ja gern, dass das Flugzeug über mich rüberfliegt. Das wird hier mit Lautsprecher rechts und links erklärt und nun geht es um die Konfiguration der sechsten und siebten Endstufe dieses Receivers und welche Lautsprecher ihr benutzt. Ich benutze zum Beispiel keine Surround-Back-Lautsprecher, nein. Beziehungsweise
möchte sie als Dolby Atmos Lautsprecher einsetzen. Das heißt, so sieht es bei mir aus. Die strahlen also im Grunde genommen nach oben zur Decke und reflektieren dort. Und nun wird erklärt, wie man die anschließt. Und ich habe mir auch einen Subwoofer passend dazu gegönnt. So, das ist im Grunde genommen die Erklärung, wie der Subwoofer angeschlossen wird. Und hier jetzt nochmal die Bestätigung des Lautsprechersets, was ihr benutzt. Jetzt gibt es dann entsprechend das Überprüfen, ob ich alles richtig gemacht habe, ob ihr alles richtig gemacht habt. Wir gehen auf Weiter und nun spielt der Receiver tatsächlich Testtöne erstmal von den Lautsprechern ab. Ich höre es auch sofort. Ja, aus dem Center ist auch der Ton zu hören. Ja, aus den angeschlossenen Lautsprechern höre ich überall Geräusche. So, und jetzt geht es darum, dass die Einmessautomatik die Lautsprecher an die Raumakustik anpasst. Dafür brauchen wir jetzt entweder ein Fotostativ oder eben dieses vorhin im Lieferumfang gezeigte Pappstativ zum Aufstellen, wo das Mikrofon oben angeschlossen wird. So, und jetzt schließe ich eben das Mikrofon direkt am Receiver an. Jetzt wird auch gesagt, wie man das Mikrofon am besten aufstellt. Ihr seht es hier. Und nun sollte auch möglichst kein Hintergrundgeräusch zu hören sein. Also Hund, Katze, Maus sollten möglichst ruhig sein. Und dann spielt jetzt der Receiver seine Lautsprechertöne ab und macht jetzt einen Test nach dem anderen. Wir haben unseren Receiver dann für den nächsten Schritt schon mal mit dem LAN-Kabel direkt an den Router angeschlossen und dementsprechend verbindet er das Gerät jetzt mit dem Router und tatsächlich höre ich jetzt Testgeräusche aus den angeschlossenen Lautsprechern und bestätige mit "Ich höre was". Klasse! So soll mein Gerät im Netzwerk auch zu sehen sein. Ich möchte die Netzwerksteuerung aktivieren, damit wir das Gerät auch mit der App bedienen können, mit der HEOS-App, die ich gleich noch zeige. Und die automatische Update-Funktion möchte ich natürlich auch, damit das Gerät automatisch immer auf dem neuesten Stand gehalten wird. So, zentraleuropäische Zeit ist die, die ich als Zeitzone wähle. Und TV-Audio-Verbindung sollte oder ist ab Werk über den ARC, den Audio Return Channel über HDMI festgelegt und die soll eben auch eingeschaltet sein. Damit ist schon die ARC-Funktion aktiviert. Jetzt können wir noch individuelle Einstellungen machen, indem wir die Eingänge bearbeiten. Das mache ich mal später. Jetzt als nächstes stimme ich den Nutzungsdaten zu und hier werden eben die beiden Apps gezeigt, mit denen sich der AVR bedienen lässt. Wobei ich finde eigentlich die AVR Remote, die rechte der beiden Varianten, sollte man eigentlich nicht nehmen. Das ist eine uralte App. Die HEOS App, die ich euch gleich zeige, ist die aktuelle. Und damit sind wir nun auch schon fertig. Das ist doch toll. So, fertig. So einfach geht es. Hier sehen wir uns jetzt einmal die HEOS-App an, die übrigens für alle Netzwerkprodukte von Denon und von Marantz funktioniert. Und deswegen können wir links unten zum Beispiel auch viele Produkte auswählen, die sich im heimischen Netzwerk befinden. Das kann eine Stereoanlage im Wohnzimmer sein oder wie ihr hier sehen könnt, an dritter, vierter, fünfter Stelle smarte Speaker von Denon, die sich zum Beispiel ins Büro, ins Schlafzimmer, in die Küche stellen lassen und die dann in der gleichen App zu bedienen sind wie euer Denon oder Marantz Stereo- oder AV-Gerät. Und wir gehen mal weiter wieder nach unten auf den Reiter Musik, wo es um die Inhalte geht, die man abspielen kann. Hier seht ihr nämlich, dass ihr das unten ausgewählte Gerät über AV-Eingänge links oben bedienen könnt, das heißt die Eingänge umschalten.
Ihr könnt natürlich auf Spotify, ihr könnt auf Internetradio gehen. Das ist alles schnell und flüssig von der Bedienung. Da ruckelt nichts, da gibt es keine langen Wartezeiten. Also daran merkt man schon, dass die App im Laufe der Jahre wirklich gewachsen und gereift ist. Wir gehen mal auf den Punkt an drittunterster Stelle links, USB-Musik. Wir haben jetzt mal einen Stick angesteckt am AVR X1700 und gehen einfach mal auf den Bereich Titel. Und da seht ihr, haben wir schon ein paar Musikstücke, die wir einfach anfangen abzuspielen. Und schon sehen wir, geht es los, das Musikstück. Wir können hier natürlich wieder raus. Ich breche das mal ab. Und wir gehen nochmal zu einem wichtigen Punkt, nämlich das klassische Radio hören. Denn neben UKW-Radio ist Internetradio ja ein gängiges Thema geworden. Und das findet ihr hier im Bereich TuneIn, links oben unter den AV-Eingängen, das Internetradio. Was ich praktisch finde, ist zum Beispiel, wie organisiert man sich eben die Sender. Da gibt es den Punkt Favoriten links unten. Dort habe ich bereits zum Beispiel einige Sender einfach von TuneIn angelegt. Auch das ist nur ein Knopfdruck und schon habt ihr die guten alten Stationstasten wieder, wie wir sie noch aus den analogen FM-Zeiten kennen. Also eine rundherum praktische und flüssige und wirklich schnell zu bedienende App, die mir viel Spaß macht. Ja, nach dieser wunderbar einfachen Installation habe ich mir jetzt die Zeit genommen, um den Receiver mit meinen neuen Lautsprechern auszuprobieren, mit Musik- und Filmmaterial zu füttern. Ich habe mir auch gleich den neuen Reven UHD Player UBR X200 geschnappt, den ich euch auch noch in einem der nächsten Videos zeigen werde. Und was also hier passiert ist, ist wirklich grandios. In Verbindung mit diesen punktgenau abbildenden Lautsprechern von KEV, die ja dieses Einpunktsystem haben, also durch diese phasenrichtigen Lautsprecher, entsteht ein so intimes Dabeisein-Gefühl, dass es mir immer wieder angenehme Gänsehaut beschert, gerade auch bei Musik oder bei Heimkino, ganz egal. Unfassbar dynamisch und man spürt beim Hören förmlich Denons jahrzehntelange Erfahrung. Das wirkt einfach souverän. Der AVR X1700 hat immer das vollständige akustische Geschehen unter Kontrolle. Er bietet einfach ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und setzt, finde ich, mit seiner Mischung aus Klangqualität, Ausstattung, guter Bedienbarkeit und seinen gesamten Features einen neuen Maßstab in seiner Preisklasse. Für die optimale Heimkinoausstattung, die zu eurem Budget, zu euren Vorstellungen passt, egal ob für den Einsteiger, für den fortgeschrittenen Anwender oder für den ganz anspruchsvollen, beraten wir euch gerne telefonisch, per E-Mail oder besucht uns einfach hier in Hamburg und lasst euch die Produkte einfach auch vorführen und so, dass ihr sie live erleben könnt. War da nicht noch irgendwas? Ach ja, wir wollten ja noch den Blick unter die Motorhaube machen. Das heißt, wir wollen uns das Gerät, den AVR X1700, auch mal von innen ansehen. Bevor wir das machen, wie hat euch denn das Video bis hierher gefallen? Lasst uns doch gerne mal ein paar Kommentare da. Wir beantworten sie gerne. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann freuen wir uns natürlich auch auf ein Like. Abonniert unseren Kanal und wenn ihr auf die Glocke klickt, bekommt ihr immer tolle Technikvideos von uns, von Thomas Elektronik aus Hamburg. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und jetzt wird das Gerät aufgeschraubt. Im Inneren sehen wir dann gleich, dass der AVR X1700H eine grundsolide Stromversorgung enthält. Einmal hier die Netzteilsektion und eben der große Netztrafo. Dann geht es weiter hier zu den Kühlrippen und direkt unten an den Kühlrippen sitzen die Endstufentransistoren. Dann haben wir den HDMI-Part, der ist hier zu sehen. Hier sind die neuen Chipsätze auch verbaut für das 8K-Video und direkt darüber das Board für das Heos Multiroom
Musikstreaming. Hier sehen wir dann den Phonophore-Verstärker. Ja, und dann gibt es natürlich eine ganze analoge Abteilung, die wir nicht sehen können, weil sie eben durch die Platine abgedeckt ist. Aber der Gesamteindruck des Gerätes ist schon mal 100% professionell und sauber aufgebaut.